So, in diesem Sinne, hallöchen Leute und willkommen zurück hier bei Haus Flipper. Gemeinsam mit Muhi, dem Mod. Jo, servus. Sodele. Ja, das heißt, wir machen doch hier gleich weiter, Spiel fortsetzen. Wir haben ja noch eine Wohnung angefangen gestern. Das heißt, wir machen da heute weiter. Wenn es dann endlich lädt. Ist immer so eine Frage. So. Wo kann ich jetzt hier weitermachen? Hier, oder? Geh zu Auftrag Wasser am Horizont, ja. So. Ah, okay. So, das müsste jetzt so gehen. Ladet natürlich wieder ewig, ne? Ich hoffe, es hat alles abgespeichert im Haus, nicht, dass ich es nochmal neu anfangen muss. Ne, oder? Ja, sieht zwar so aus, als hätte es abgespeichert. Ja. Ja, hat abgespeichert, sehr gut. Das heißt, es müsste alles gut sein hier unten. Ja, oben müssen wir. Was ist eigentlich das hier? Achso, das ist das, was wir hingepflanzt haben. Genau. Ja, Budget haben wir schon nicht mehr allzu viel zur Verfügung, ne? Aber wir sind mit dem Auftrag eh fast durch. Wo mussten wir jetzt noch was machen? Hier, glaube ich, ne? Ja, genau. Gegenstand kaufen, das heißt, das hier sind wir durch. Heller Schaukelstuhl. So was hier, ne? Was machen wir denn für eine Farbe? Mach mal grün. Machen wir grün? Mois Lieblingsfarbe? Ja, genau. Ah, ich will dich doch nur ein bisschen ärgern. Das magst du doch so. Ja, genau. Ja, doch? Ja, sicher nicht. Hast du mir jetzt geschrieben? Hab dein Foto geschickt, das eben, was ich meine. Achso. Schau nachher gleich nach. Du weißt ja, wo das sein muss. Eigentlich. Das ist rot. Ja, Moment, ich schau nachher gleich nach. Ja, mach nur. Ich mach hier noch kurz fertig. Nur mit der Zeit. Und noch dieser Teddy. Teddy. Na, den machen wir braun. Teddy Bär. Den legen wir so auf den Tisch, der ist am Schlafen. wir haben den Auftrag beendet, alles erledigt, ne? Ja. So wie es ausschaut, ja. Glaub es, ja. Na dann, beenden wir den Auftrag mal. Jetzt kommt wieder das Interessante. Die Fotos. Und da hat sich nicht viel verändert, ne? Ja, aber hier hat sich was getan. Oh. Nicht so wie ich. Schatz, ich habe auch etwas gemacht. Schatz, ich habe auch etwas. So, somit sind wir durch. So, somit. Hoppala. Ladet natürlich jetzt wieder Stunden. So. Ja. Jetzt kurz schauen, was du da mir geschickt hast. Ja, wo meinst du denn Zuschauerzahlen? Ich sehe es ja. Ja, aber ich seh's da. Er hat das angeunten. Ich muss immer auf das mit dem Maus aufs so. Bild. Meine ich. Ah, okay. Ja gut, wir schauen sonst nach dem Stream, okay? Dann. Können wir das dann anschauen, richtig. Kann man gut. Gemütlich. Wahrscheinlich mache ich heute nicht bis ganz 22 Uhr, vielleicht ein bisschen früher, dann können wir das noch anschauen. Ja, ist es. Gut. Jetzt haben wir ja so einen Auftrag gemacht auf der Karte. Jetzt machen wir wieder mal so einen. Ich wollte ja den Kindergarten machen. Mhm. Den habe ich heute gemacht. Und dann machen wir nochmal einen auf der Karte und dann ist die Zeit wahrscheinlich schon wieder durch, ne? Die Zeit geht so schnell vorbei, das ist abartig. Eben, und die, wenn man die Ferien auch hat, gehen die auch. Ja, du hast ja noch die Woche, oder? Nein. Das ist die zweite. Ist das schon die zweite Woche? Ja. Ei. Ja, das ist nur, wie die Zeit vergeht, ne? Das ist krass. Das ist krass, wie die Zeit vergeht, ne? Ja. So, streiche,
Bodenfliesen müssen wir hier machen. Das hier, ne? Kaufe viele. So, was müssen wir machen? Kaufe ich hier einfach je eine Farbe, ne? Einmal das hier und einmal das hier. So. Machen wir so diese Hälfte hier. Machen wir halbe halbe, ne? Mit den Farben. Kannst du machen, wie du willst. Machen wir so hier anfangen. Ja, zum Glück kann ich schon einigermaßen schneller streichen, ne? Sonst würde es ewig dauern. Sind wir ewig dabei? Bist du am Samstagabend da? Ich? Ja. Denke, ja. Ich weiß nicht, ob ich da bin. Ich muss noch schauen. Ja. Am Samstag hat ja mein Kollege Geburtstag und ja, bin ich noch eingeladen. Aber um 16 Uhr halt, ne? Ich weiß halt nicht, wie lange dann. Das siehst du dann. So. Ja, sehen wir dann. Ja. Ja. Schwuppi, schwuppi. Ja, dieses Streichen ist immer so eine Sache in diesem Spiel. Ich mag das nicht. So, somit sind wir hier schon durch, ne? Haben wir schon alles. Dann gehen wir mal in diesen Raum rein hier. Was du musst hier noch mehr streichen da. Oh mein Gott. Kann ich sagen. Wir hatten hier gewohnt. Gegenstände verkaufen. Das und das. Ja. Die verkaufen? Die habe ich nicht verkauft. Steht der Gegenstand verkaufen? Und da habe ich es verkauft, ich weiß nicht mehr. Musst du lesen. So, dann hätten wir, dann müssen wir noch Fenster reinigen. Machen wir das mal. Erstmal Reinigungsarbeiten machen. Ja, du machst es so wie ich. Ja, und jetzt streichen eine Runde. Warum immer zwei Farben? Warum immer zwei farbige? So doof, ey. Klar, du kannst damit schöne Muster machen und so, ne? Du könntest jetzt deine grün machen, dann eine so, dann wieder eine grün, dann wieder so. Ich mach so, ich nehme zwei von der Farbe, dann zwei. Ich mache einfach eine Wand so, jetzt beispielsweise grün und das hier dann gelb oder was auch immer, sonnengelb, genau. Reife Birne, machen wir das hier. Mein Gott. Also diese Farbe möchte ich bei mir zu Hause nicht haben. Nein. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Keine Lust. Nee, du. Danke. Vielen Dank, aber ich verzichte. Aber dann machst du die Fensterrahmen nicht. Doch, doch. Dann müsste sie zwar nicht machen, aber ich mache sie trotzdem. Macht's auch immer. So, schließen wir mal das Fenster wieder, sonst wird's noch kalt. So, jetzt haben wir die grün und jetzt machen wir das Sonnengelb noch. Ansonsten weinen sie rum, dass es nicht, dass es zu wenig ist oder so. Ja. Wieder ein bisschen Farbe nachtanken. Neuer Fertigkeitspunkt. Mal schauen, was kann man da machen. Verbesserungen. Streichen um 75% schneller, das ist ja gut. Oh shit, vier Wände hätte ich auch noch nehmen können. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Aber schneller streichen ist ja auch gut, ne? Es geht ziemlich schnell vorwärts. So, damit sind wir schon durch.
Ja, bei dem Stärken habe ich alle Fertigkeitspunkte. Ah, okay, nice. Jetzt wäre. Neuere Fliesen wären hier auch noch schön gewesen, ne? Die sehen das schon ein bisschen abgenutzt aus. So für einen Kindergarten wäre das schon noch schön gewesen. Aber gut, ja. Ist nicht meine Entscheidung. Daher 27 Sachen. Wow. Eine Couch. Was machen wir denn? Die blaue sieht eigentlich noch cool aus, ne? Ich nehme die blaue. So, dann klatschen wir die. Wo klatschen wir die hin? So? Oder so? Oder hier hin? Da kommen dann noch Kleiderhaken. Ja, die Kleiderhaken können wir hier machen. Schuhregale kommen auch noch hin. Was ist denn das so? Schreibtafel. Warum wollen die hier Schreibtafeln haben? Mach mal eine hier hin. Und eine hier hin. So. Ja, man könnte es natürlich noch schöner machen. Ne? Also. Boah. Ja, mach mal klassisch, ne? So. Ich kann es probieren, ob du ihn nebeneinander kannst platzieren. Ja, ich probiere es mal. Ich fange gleich hier vorne an. Bei den Möbel geht's. In der Küche. Das geht nicht direkt, ne? Man muss. Siehst du? Ja, aber bei der Küche geht's. Ja. Okay, dann mach's halt da einen Abstand. Ja, muss ich jetzt auch mit Abstand machen, ja. 3. Hier. 5. Mist. Genau so hab ich's auch gemacht. Da hat Platz, ne? Dann machen wir hier noch einen hin. 6. 7. Oder kann man sie aufeinander stapeln? Könnte man auch machen. Aha, ja. Wäre dann vielleicht besser. Könnte man auch machen, ne? Dann wäre es ja. Bis hier. Ja, stapeln sie aufeinander, so. Hoppala, alles gedreht. Dann hätten sie Platz. Ja. So drehen. So. Ne? Und jetzt noch die 16 Kleiderhaken. Dann haben wir diesen Raum hier auch schon durch. Na ja, gut. Auf und auf. Vier, ne? 4 pro. So. Na, ich denke mal, das kann sich sehen lassen, ne? Ja. Ich glaube, das hier ist auch nur der Umkleideraum irgendwie, ne? Mit den Schuhen, der Couch und so. Wird wahrscheinlich der Umkleideraum sein irgendwie. Für die Kinder oder Lehrerzimmer oder was auch immer. So, gehen wir in den nächsten Raum. Da muss ich dann auch 3 Minuten reichen. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Keine Ahnung. Beifachen verkaufen und. Haben wir den Müll aufgeräumt? Ne, es hat doch Müll irgendwo. Da ist noch was. Da musst du alles auch verkaufen. So, Gegenstand verkaufen. Die Bürostühle. La la la. Der bleibt. Bürotisch, Büroregal, ciao, ciao, ciao. Und ciao. So. Verschmutzung reinigen, das heißt, wir nehmen mal einen. Den Mobby Mob nehmen wir hervor. So, das hätten wir auch gemacht. Fenster reinigen, den hier nicht, nein. Das auch nicht, das ist dreckig. Sodele. Streiche mit Farbe wahrscheinlich wieder 2-3 farbig sogar, ja.
3 verschiedene Farben. Wer hat hier echt gelebt? Das ist eine gute Frage. Wow, sogar mit Klimaanlage? Das ist ja cool. Das ist cool. Mhm. Einen solchen Kindergarten möchte ich auch gehen. Eventuell, dann nehmen wir mal eine andere Farbe, die hier. Dass sie dann ja zufrieden sind. Steckdose musst du auch noch reparieren. Steckdose reparieren, ja, habe ich gerade gelesen, ja. Soll ich das hier noch? Da machen wir noch rot. Oh. Und dann den Rest noch blau. Sodele. Ja, kommt gut, ne? Würde ich sagen. Den haben wir auch. Sehr gut. Dann noch so und so und die letzte Wand. So, 100%. Ja, sieht doch schön bunt aus hier drin. Würde ich mal meinen. Steckdose reparieren nicht wahrscheinlich. Nee. Da. Machen wir das mal. So. So, Deckel drauf, Schraube zu und fertig. Fertig das Geschmeiß. Schmaler Vorhang zum Einbauen. Machen wir gleich diese Farbe hier, die passt ja noch. Ne? Für hier. Blau. Ja. So. Das andere wird wahrscheinlich auch für hier sein. Ne? Machen wir gleich die gleiche Farbe nochmal. Das hätte wahrscheinlich besser gepasst. Na gut, ne? Machen wir es gleich. So. So, das hätten wir. Dann machen wir eine Schreibtafel hin. Schreibtafel. Ja, wahrscheinlich hier, ne? Kinderschemel, Teppich mit grünen Blumen. Ja, wahrscheinlich hier in die Schreibtafel, ne? So, machen wir die da hin. Na, was müssen wir denn alles hin tun? Na, das ist wahrscheinlich eher ein Spielraum, ne? Wahrscheinlich. Oh, welche Farbe machen wir denn? Ja, machen wir orange, ne? Hier ein Tisch hin und hier ein Tisch hin. Die Sachen hier legen wir mal ein bisschen aufs Weg. So. Danach die Kinderschemel. Machen wir die auch gleich so. In der gleichen Farbe. So.
So. So, was brauchen wir noch alles? Was ist denn das hier? Box mit Deckel. Spielbox oder was ist? In der Spielbox, ja. Ich schmeiß die mal auf den Tisch, ne? Es kommen ja noch Regale hin, dann können wir die dann dort einräumen. Hab nein, die gesehen. Kannst du nicht einräumen, es geht nicht. Nicht? Nein, die sind zu groß. Ich habe den Auftrag heute Nachmittag gemacht. Ah, alright. Ja gut, dann... Du kannst die anderen Sachen rein. Einfach die anderen geht. Sachen, ne? Aber ich kann sie hier draufstellen. So. Ich hab sie am Boden hingestellt. Hast du sie einfach am Boden gestellt, ne? Ah. Okay. Bei mir. Ja, geht natürlich auch. So, siehst du? Kann ich beispielsweise auch noch die Tasten nehmen hier, so. So, dass da nicht alles so am Boden rumliegt, ne? Ja, und vor allem wenn Kinder da spielen. Ja, genau. Es kommen ja noch andere Regale hin, ne? Sehe ich gerade das hier beispielsweise. Das kommt ja noch hin. Ja, kein Platz natürlich, ne? Ich hab das Ding. Oh. Die Lampe zwischen wird getan. Ja. Egal. Der Falk ist weg. Die brauchen die ja eh. Kinder brauchen Lampen nicht. Nee. So wie es aussieht, muss ich in der Firma auch absolut eine Maske tragen. Was? Hab ich gehört. Ein Arbeitskollege. Ach ja, viel Spaß, ne? Also. Dann gehe ich nicht mehr arbeiten. Ich meine, ich finde ja schon scheiße, dass man jetzt in den Läden. In den Läden, ja. Ich finde es scheiße, dass man es am Bahnhof im Kino auch. Ja, ja, im Kino auch, ja, das ist klar, ne? Aber. Im Restaurant auch. Wenn du aufs WC gehst oder aufstehst. Ja, wenn du, sobald du aufstehst, müsstest du eine Maske anziehen. Ey, das ist so doof. Ey. Aber eben, ja, das sieht wahrscheinlich jeder ein bisschen anders. Hm? Also ich finde das... Ich finde das daneben. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich, ne? Aber der Regierungsrat von Bern. Sagt, wenn es schlimmer wird, könnten sie härtere Maßnahmen machen. Ja, das ist klar, ne? Da ist alles wieder alles zu im Kanton. So. Alles zu im Kanton und fertig. Den Leuten weniger Freidenken geben. Ja. Bezug. Ich habe gehört, wie sie das im Bahnhof kontrollieren wollen, dass ja, das alle ist eine gute Frage, ne? Ein Polizist herstellen oder wie? Ja, Securitas wahrscheinlich oder so, ja. Bei den Läden sicher auch. Denke ich mal, dass da irgendwie Securitas-Leute rumlaufen und das kontrollieren wahrscheinlich. Oder Polizei selber auch, ja. Ich weiß halt nicht, wie sie das so stellen wollen. Einmal im Zug. Immer im Zug war ich. Dann war die Bahnpolizei drin. Okay. Kontrolliert, ob man Maske trägt oder was? Ja. Ah, super. Einer im gleichen Abteil, wo ich. Hatte keinen an. Okay. Der wollte nicht anziehen. Bei nächster Haltestelle raus. Echt? Ja. Wow.
Gleich so hart. Heftig. Ist sie gleich so? Immer haben sie gesagt, können. Ob wir bitte die Maske dann ziehen. Ja. Dann hat er nichts. Den gleichen gemacht. Okay, und dann hieß es raus. Raus. Der wollte nicht selber, sie haben mich abgeführt. Ja. Das kommt dann leider davon, ja. Räume den Müll weg, wo ist denn hier noch Müll? Da, bei seinem Legal. Nein, ich glaube bei dem, da. Und dort, wo die Kaffeemaschine ist, das Legal musst du vorträumen. Achso. Da. Was, ernsthaft? Ja. Wow. Aber es ist immer noch 96. Ah, hier hinten wahrscheinlich noch, ne? Oh. Wow. Die Kaffeemaschine hier hin. Das hier wieder nach hinten. So. Kaffeemaschine wieder hinstellen. Wandfliesen legen. Ja, das ist klar, dass das kam, ne? Das noch kommen muss. Ja, die Pflanzen hier, die sehen ja wirklich hässlich aus. Sind nicht mehr schön. Nein, dann komm, wir lassen das mit dem. Ja, und ich sehe es ja auch hier, wenn jemand reinkommt. Ja, klar, ja. Egal. Ich sehe es ja, wenn jemand reinkommt, beim Benutzer und so. Ja. Wir lassen das. Okidoki, dann lassen wir das. So, Wandfliesen legen, wieder zwei verschiedene Sorten. Nehmen einfach mal drei Stück. Weiß nicht, ob das reicht, mal schauen. Ich würde sagen, hier und hier machen wir grün. Ich weiß nicht, wie viele da an einem Stack sind. Warte mal, ich mache es jetzt so, dass ich hier, hier und hier grün mache und hier einfach weiß, auf der Seite, wo eben die Küche einfach ist. Wird wahrscheinlich so machen. Ja. Das könnte jetzt etwas dauern. Ja, sind das. Muss wahrscheinlich noch kaufen. Sind wahrscheinlich zu wenige. Gut an. Vielleicht reicht es sogar. Mal schauen. Na, ich frage mich ehrlich gesagt, wer hier vorher gewohnt hat. Ja. Das so heruntergekommen aussieht. Wie schafft man sowas? Es gibt noch ein paar Zimmer. Ja. Zimmer. Ja, von den Aufträgen her weiß ich das noch. Und da, wo man eben selber machen kann. Es reicht sogar. Gut. Super. Nein. Ah, doch. Oder? Es wird knapp. Weil oben möchte ich eben auch machen. Das sieht da ein bisschen komisch aus. Ja, dann muss man noch kaufen. Ja, muss ich halt noch eins kaufen. Ne? Es reicht. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Nein! Wegen einem einzigen. Wegen einem. Die Fensterrahmen machst du die auch? Ne, die mache ich nicht. Die habe ich gemacht, aber lass ich es auch. Ah, sieht komisch aus hier. Die Fensterrahmen kann man ja lassen. Die gehören ja, glaube ich, nicht dazu. Nein. Dann kaufe ich halt noch eins. So. Musst du ein Stack kaufen? Ja, ein ganzes Stack, ja. Aber es war ein Tipp von mir. Die andere musst du auf die Bike ablegen. Mit E musst du sie ablegen. Ah, so, ablegen, ja.
Dann kannst du sie verkaufen. Verkaufen und tschüss. So. Sonst hast du beim nächsten ein Problem. Ja. So, so den und hier diese noch Seite legen. Machen wir jetzt so, ne? Wir haben schon über 9000 Franken Einkommen. Mhm. Krass. 9, 3 Zuschauer. Ah, du bist ja mit deinem Ding, oder? Ja. Ah, oh, ja, dann geht's auf. Und 100. So. Ah, die Küche ist schon fertig. Okay. Na gut, dann lassen wir das. So, das heißt, hier haben wir noch was. Ah, wieder Müll. Natürlich wieder Müll. Verschmutzungen reinigen. Machen wir das mal. Ah, ist nicht so dreckig. Gegenstand verkaufen, Büroregal. Da kommt dabei ein neues Büro, egal noch hin. Ja, das kann gut sein. Eine Klimaanlage. Eine Klimaanlage, genau. Streichen mit den Farben schweres Grün und Pistaziengrün. Pistazie. So. Einmal das hier. Einmal das hier. So. So, wie streichen wir denn? Wahrscheinlich hier so. Und hier so. Ja, können wir machen. Dann nehmen wir erstmal das hier. Und Licht machen, so. Nichts auslassen hier. Na, jetzt wird's dunkel, ne? Sieht man wieder nichts mehr. Doch, doch, beim mit dem Licht schon. Ja, ja, das schon. Gut, wenn du Fenster putzen musst, das ist dann gut im Dunkeln. Ja. Sonst hast du ja auch noch eine Lampe mit F. Ja. So, oder? Na, ja, streichen geht mittlerweile schnell, ne? Aber am Anfang des Spiels, wenn man neu anfängt, das hab ich gemerkt, da ist man ewig dran. Zumindest fühlt es sich so an. Ich habe mir das mal gesagt, ich mache alles auf 100%. Ja, ist immer gut. Es gibt ja doch eine Folge, hast du mal gesagt. Gibt das ein... Ich glaube, es gibt eine Folge, ich bin mir jetzt nicht sicher. Boah, wir haben noch ein paar Zimmer vor uns, du. Ich habe heute eine Folge bekommen, wo ich das Auto rausgetan habe. Ja. Habe ich den gestern nicht auch bekommen oder hatte ich den schon? Weiß ich hab den bekommen. So, dann noch die Klimaanlage. So. Und montieren das Ding. So, dale. Alle Kabel verbinden. Ne? Komm. Den komme ich nicht dran. So, jetzt. Deckel drauf und fertig. Egal, hast du noch. Ja, ich weiß.
Muss ja nur kurz das nachschauen. So. Machen wir das Regal. Ja, machen wir das hier hin. So, den Auftrag könnten wir jetzt schon beenden, aber das wollen wir nicht. Die 100%. Ja. Ich will die 100% machen. Zerstören. Da musst du Kragen zerstören, Beschmutz reinigen und dann Fliesen legen. Boden und... Ah nein, das ist das andere WC, da hat noch eins. So. Einige der Verschmutzungen, so. Da hat sein noch ein WC. Ja, ich weiß, ich sehe es. So. Fenster reinigen. Eben, das ist jetzt gut. Ja, genau. So, und hier müssen wir nur noch die Badezimmerbeleuchtung. Hä? Oben, der Ding. Der Dilator. Badezimmerheizung. Oh. Und die noch kurz montieren. So, dann sind wir den auch schon fertig. Das heißt, wir gehen jetzt in diesen Raum hier. Boah. Viel Licht gibt es ja nicht gerade, ne? Was für ein Schweinestall. Das ist ja abartig. Musst du da alles verkaufen. Ja, ich sehe es gerade. Pizza hat es auch, nee, auch da. Die PCs muss man nicht verkaufen. So. Hat jemand Pizza gegessen? Wo ist denn hier noch Müll? Hier. Reinigen wir Verschmutzung. Ja, montieren wir erstmal das hier dann. Gibt es hier keine Schweinerei mehr? So. Kann das hier gerne gemütlich wegwischen. Ist auch schon eine Klimaanlage montiert, das ist super. Steckdose reparieren. Erstmal Fenster reinigen. Mach, wie du willst. Ja. Dein Haus. Das ist nicht mein Haus, ne? Deine Aufgabe. Ja, mein Auftrag, ja. Dein Streiche Haus, mit den Farben, blieb Papo. Na, ja, wieder dreifarbige. Naja. So, dann fangen wir einfach mal an. Nein. So. Diese Wand hier machen wir diese Farbe. So. Die Schreibtafeln bleiben ja, glaube ich, ne? So. Jetzt noch diese Farbe. Jetzt
So, aber die Tage streamen dann wieder mal etwas anderes, oder? Ah ja, kann man, ja. Ich hätte gedacht, wieder mal Rocket League Turniere. Och. Am Zadab machst du doch, oder? Was? Turniere machst du? Ja. Aha, ja, ja. Dann gut. Und 100% so. Färben sind wir fertig. Steckdose reparieren. Ist die da, ne? Ja. Anschauen das Ding, Deckel drauf, Schraube rein und fertig. So. Was müssen wir denn hier? Puh. Oh shit. Da kommt einiges hin, ne? Haha. Was haben wir denn hier? Breiter Vorhang. Wo kommt denn der hin? Der kommt wahrscheinlich hier hin, ne? Dann schauen wir, dass wir mal eine ähnliche Farbe haben. Oh. Ja, ist noch schwer, ne? Ja, mach mal das hier. Matscholsch. Mhm. Warum geht das nicht? Wegen dem hier. Wow. Wow. Wegen PC kann man keinen Vorhang hinklatschen. Toll. Macht Sinn. Aber egal. So, was haben wir denn? Einen schmalen Vorhang? Der ist so blau, ne? Machen wir das hier. Passt das einigermaßen zur Farbe der Wand? Ja, sieht nicht schlecht aus. Würde ich sagen. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Platz machen. Regal. Was haben wir denn alles hier? Regal, Regal. Tische, Stühle. Machen wir erstmal den Computertisch, ne? Stell mal hier die zwei PCs hin. Was haben wir denn noch alles? Tische und Stühle. Die klatschen wir mal hier hin, ne? So in die Mitte des Raumes, so und so. Danach die 8 Stühle. Danach ein Regal. Sieht fast so aus wie das Regal, was mein Kumpel hat. Das beim Umzug, das war lustig. Ja. So, was haben wir denn noch alles? Ein Buffet. Klatschen wir das mal hier hin. So. Und was ist das da? Eine Aufbewahrungskiste. Und was haben wir noch? Den grünen Teppich. Eine Schaumbox für Kinder. Machen wir mal eine gelbe.
Aber müssen wir nur eine. Okay. Die stellen wir mal dahin. Ja. Ah, doch zwei Stück, ne? So. Machen wir die so aufeinander. was brauchen wir noch? Aufbewahrungskiste. Vier Stück. Machen wir die blau. Die können wir eigentlich ins Regal legen, ne? Hier Spielsachen reintun. So, kaufe viele. Wieder eine für jeden Tisch. So. Das dürfte einigermaßen passen. So, was ist das da? Schaumbox für Kinderbrücke. Stellen wir die mal dahin. Ein grüner Klotz. Kann man auf den Tisch stellen. So. Eine Klotzbrücke. So. Zwei Hasis. Eine hier und eine hier. So. Und noch ein pennender Teddy. So. Endlich fertig mit diesem Raum. Aber wir sind noch nicht durch, ne? Geht noch weiter. Ah, hier das große Bad. Das ist ja schön. Wo ist noch einer? Ah, da war noch einer. So, Müll wegräumen. Schmutzungen bereinigen. So. Fenster reinigen. Das ist aber ein großer Auftrag, du. Eieiei. Wandfliesen legen. Natürlich wieder zweifarbig, ne? Anstatt einfach eine Farbe. So. Bodenfliesen legen. So. Sehr schön. Und nur noch Wandfliesen legen, ne? Dann sind wir durch für hier. Ich kaufe einfach mal je zwei. Ich weiß nicht, wie viel das braucht. So, das heißt hier durch, so und so. Mache ich orange und danach hier die andere Farbe. Ich bin kurz etwas am Nachschauen da. Jo. Kurz nicht. Ich bin schon im Stream, aber nicht tätig. Jo. Passt schon. 3, 2, 1 und Finish. So. Vielleicht muss ich noch kaufen. Reicht vielleicht gerade nicht aus. Naja, Fertigkeitspunkt. Schnellere Vergipsung. Und dann nehmen wir den halt. Ja, schauen, ob das reicht. Aber wahrscheinlich nicht, ne?
Es reicht gerade. Ah, schön, schön. Na, dann haben wir das hier orange und das hier machen wir so. Da braucht es ein bisschen mehr. Das zählt halt auch dazu. Zu den Prozenten rechts, ne? Und hier auch noch. Mal schauen, das hier dürfte eventuell knapp werden. Ja, vielleicht reicht das auch gerade. Mal schauen. Ich bezweifle, dass es reicht, aber mal schauen. Wir haben jetzt ja schon 81%. Ja. Doch klar reicht das. Achtundneunzig und Hunderte. Cool. So, somit sind wir auf. Oh, nee, doch nicht. Ich glaube, da müssen wir nur. Ah, Gegenstand verkaufen. Aufgaben, Boden fließen legen. So. Und danach noch das WC hinklatschen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Machen wir es einfach so. So. So, jetzt sind wir hier durch, ne? Ja. Und daneben noch hier. Muss die Verschmutzungen reinigen, Bodenfliesen legen. Ah, da müssen wir nur Bodenfliesen legen. Okay. Endlich! Auftrag fertig, Auftrag ausgeführt. Yay! Was? 20.000? Cool! Ah, so, bin jetzt auch wieder im. Ah, servus. Ja, da sieht man schon einen Unterschied, ne, dass sich da was getan hat. Also von außen jetzt nicht wirklich, da haben wir ja nichts gemacht. Das kannst du auch im Garten machen, da die Karte. Ja. So, das heißt, wir haben wieder einen Auftrag erledigt. Das heißt, wir gehen jetzt wieder mal hier einen machen. Entweder dieses Haus hier, wie viele haben wir hier? 14 Räume. Oder das mit 12 Räumen. Ach komm, machen wir das hier. Akzeptieren. Mal schauen, was da auf uns wartet. Als ich bisher in einem kleinen Apartment gelebt, habe ich beschlossen, dass Zeit für eine Veränderung war. Zusammen mit dem Kind, das auf dem Weg ist. Und für die Unterhaltung und große Küche. Das hat noch einen langen Weg vor sich. Lucy hat den engen Flur, der ins Haus führt, andererseits befürchtet George, dass die Küche auch nach der Renovierung zu klein sein wird. Ich denke jedoch, dass diese beiden Probleme gelöst werden können. Wir sehen uns dort. Okay. Ja, dann sind wir mal gespannt, ne, wie das hier abgeht. Ah. Achso, es ist nur die eine Seite des Hauses. Es sind wahrscheinlich zwei Familien hier drinnen. Das hier ist der enge Flur, ne? Da müssen wir die Wand zerstören. Wenn ich das richtig sehe, dann machen wir das doch mal. So. Zerstören wir die Wand.
So. Die Türe hier muss wahrscheinlich weg, ne? So, dann noch die Tür noch weg. Die muss auch noch weg. Was habe ich mir da wieder für einen Auftrag ausgesucht? So, ich glaube, das hier wäre geblieben, ne? Ja, Mist. Das hier muss weg. Ja, der Hammer muss ich noch. Was haben wir denn hier? Profi-Hammer? Ja, nehmen wir mal Profi-Hammer. Hm. Was ist denn hier los? Naja. Ja, nee, das, ja, muss ich gut, ja nicht, ja. Das muss ich ja nicht wegmachen, ne? Also das hier schon. Das muss ich ja neu bauen. Da habe ich was Falsches gemacht, ne? Denn hier kommen alle. Da hat wieder eine Entscheidung noch. Ja, ich weiß. Ich mach zuerst die Sachen hier. Wo steht eben mit Küchenschrank und so weiter und so fort, ne? Mach ich erstmal das hier. Und hier steht auch noch die Wände, muss ich machen. Also sprich, Gegenstand verkaufen, Küchenschrank. Wahrscheinlich kommt die ganze Küche weg, ne? Küchenschrank mit Schublade. 2, 3. Mit Spülbecken. Mit 2 Türen. Ein Gasherd. Und das hier. Baue die oberen Wände, muss ich jetzt machen. So, so. Ach, 3 Wände gleichzeitig kann ich schon machen. Okay. Könnte ich ja das hier machen. Der baute Wand ist schon gestrichen, ne? Hä? Ah. Ah. Eben, das meine ich. Das ist ja praktisch. Hab ich auch so. Ja, das ist geil. Hier, ne? Ja. Hä? Achso. Dann hier noch hin und hier noch hin. Ich glaube, da musst du die ganze Wand. So, fertig. Helles lalala, heller Stuhl, Stuhl. Was muss man hier machen? Die streichen noch. Ja, und sie nicht mehr die Tapete. Wandfliesen legen, weißes Porzellanmosaik.
Na gut, ich werde wahrscheinlich zuerst, bevor ich irgendwas mache, werde ich wahrscheinlich die Küche hinstellen. Aber jetzt machen wir erstmal die Entscheidung. So. Einen modernen Stil wird ihnen den Raum geben, den sie suchen. Traditionellen Stil, einen visuellen Kontrast zwischen einem modernen Esszimmer und einer Küche sowie einem traditionellen Wohnzimmer. Na komm, mach mal modern. Passt, glaube ich, ein bisschen besser. Nee. Laminat verlegen, Tapete, Diamant. Aufgabe. So. Wo klatscht man denn dorthin? Hier gehört das ja, glaube ich, gehört das hier auch noch dazu? Ja, ne? Die Frage ist nur, wie viel gehört hier dazu? Bis hier. Okay, das heißt, da muss Mausel streichen. Das heißt, wir werden. Ja. Ab hier. Die Tapete so machen. Genau so habe ich auch gemacht. Ja? Von dort angefangen, wo du angefangen hast. Okay. Und 25. Ja, gut, komm. Mach mal das hier noch fertig, so. Bis hierhin, so. Das ist ein Touch. Okay, haben wir alle gebraucht. Jetzt noch weiß streichen, ne? Dann machen wir doch das. Machen wir das hier auch noch gleich. Müssten wir zwar nicht, aber dann sieht das Ganze ein bisschen besser aus. So ein unfertiges Haus. So. Ah, okay. Ich bin eigentlich schon fertig mit Streichen, ne? Mehr braucht es nicht, aber es sieht ein bisschen blöd aus, ne? Naja, aber so wie es der Kunde. Ja schon, aber da machen wir doch lieber gerade alles weiß, anstatt hier in die Weiß und hier das Holz lassen und so. Ja. Sieht schon ein bisschen blöd aus dann. Und die Farbe kostet ja eh nichts mehr, das haben wir eh schon bezahlt, also. Können wir gleich weitermachen. Keine Farbe mehr. So. So. Einfach bis dahin, wo man es richtig sehen kann. Ne? Ja. So. Das hätten wir, ne? Auch noch gleich. So. Gut, das muss man machen. Breiten Vorhang. Okay. Breiter Vorhang. Machen wir den so ein bisschen. Nehmen wir den hier. Bisschen was Klassisches. Einen klassischen Touch, ne? So. Was ein Kamin? Wow. Oh. Oh, oh, oh. Ja, das sieht cool aus, ne? Wo soll ich einen Kamin hinstellen? Wahrscheinlich schon irgendwo hier, ne?
So in die Mitte. Ich sehe es, ein paar Sekunden verzögert. Da ist gut, oder? Ja. Nehme ich an. Für mich, das ist ein... Der Kunde muss einfach zufrieden sein. Ja, das ist sowieso zufrieden. Alles, was man hinstellt, solange das da ist, wo er will, ist der Kunde zufrieden, ne? Ja. Das wäre auch noch cool irgendwie, wenn man das so machen könnte. Warte mal, der Fernseher, hier über den Kamin. Oben dran. Ja, schaut mal ihn an. Sind wir nur dasselbe, ne? Ja. Ja. Ja, mach mal ihn an. So. Voila, was ist das da? Den Kamin kannst du ja auch an. Ah, das ist ein Spiegel, ne? Den machen wir allerdings hier an. Hätte ich so gedacht, ne? Also als Garderobe. Hm, etwas so. Ja. So als Garderobe. Ein runder Sessel. Wieder. Was ist denn das? Ein runder Sessel, wieder zwei haben. Bäh. Bäh. Oh. Ach, bäh, Gott. Nein, wechseln. Ah, mach mal das klassisch, komm. So, zwei von denen wieder haben. Dann knallen wir die irgendwie so hier hin, ne? Und das ist wieder noch eine Couch. Ja, hallo? Jetzt war viel zum Fernsehen schauen. Ja, das wird langsam ein bisschen knapp mit dem Platz, ne? Eine schwarze Couch, ja, das ist richtig so. Warte mal. Ich mach das wahrscheinlich so. Die Sessel klatschen irgendwie hier hin. Die Couch nehmen wir so als eine Art Abtrennung für hier. So. Kann man so durchlaufen. Ne? Machen wir das irgendwie so. Jetzt wollen sie noch einen klassischen Kaffeetisch. What? Gehört denn das hier auch noch dazu? Ne, das ist dann schon was anderes, ne? Das muss alles hier drin Platz haben. Jetzt wollen sie es aber wissen, du. Klassischer Kaffeetisch. Mal den hier hin. Was ist das da? Ein Hocker. Also das und das hier sieht doch versehentlich aus, ne? Ja, pff, keine Ahnung. Hocker kann man ja irgendwie so hier hin klatschen. Keine Ahnung, ey. Was, ein Schrank auch noch? Boah, jetzt wollen sie es aber wissen, du. Soll ich den noch hinklatschen? Hier? Keine Ahnung. Zählt das? Ja, das zählt. Kommt so etwas über. Was, nochmal ein Schrank? Ey, hallo? Oh, oh, oh. Jetzt spinnen sie aber. Was soll ich denn den noch hinklatschen, ey? Dann halt so. Das wäre cool, wenn man in die Wand reinklatschen könnte. Ja, so in die Wand einbauen, ja. Ja. Das wäre cool. Blumentopf. So, dahin. Und das haben wir da noch. Ein Teppich, ne? So. Ja, sieht doch einigermaßen gemütlich aus, ne? Hätte man jetzt vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Fernseher wieder ein bisschen so, ne? Wegen dem Schrank so. Wenn man hier sitzt, hat man einen Schrank vor dem Kopf. Vielleicht so, der Fernseher. Ja, das ist doch gut. Kann man jetzt noch hier anmachen. Ah, schön gemütlich. So, das nächste ist hier. Damit der Fernseher heiß und er macht Boom. Explosion. Genau, ja. Kaboom und weg ist er.
Ja. So, wir sind die zweite Entscheidung, ne? Machen wir erst die Entscheidungen, bevor wir irgendwas machen. Ja, die zweite Entscheidung ist wahrscheinlich hier, ne? Hä? Hä? Ah! Nein, doch nicht. Hier ist nix. Hä? Was ist denn die zweite Entscheidung? Gibt's noch eine? Es stand ja zwei Entscheidungen. Aber hier ist keine. Und hier ist auch keine. Na gut, ich mache jetzt erstmal hier unten fertig, ne? Vielleicht kommt ja noch was. Na gut. Schauen wir mal, was hier hinkommt. Zweimal das hier muss ich machen. Also einmal hier, einmal hier. Was war das? Achso, ich könnte den Auftrag jetzt beenden. Ja, aber das wollen wir ja noch nicht, ne? Wir wollen ja den Auftrag fertig machen. Mhm. Heller Stuhl, den Tisch. Und wie lange machst du heute? Wahrscheinlich noch diesen Auftrag, denke ich mal. Ja. Mal gucken. Nächstes Mal kann man dann etwas anderes. Ja, ich muss noch schauen, was, ne? Ja. Vielleicht könnten wir wieder mal eine Runde Golf geben oder so. Kann man auch. Ja, es auch immer wieder lustig. Ja. Golfit ist immer nice. Ja. Vor allem jetzt, ne? Jetzt hat es ja das VR-Update gegeben. Okay, jetzt kann man es auf VR spielen. Ja. Hast du das schon? Nein, noch nicht. Wie teuer ist das? Dann kann ich schnell nachschauen. Was, wie teuer? Das ist VR. Es ist ein Gratis-Update. Aha. Ja. Okay. Dann kannst du es gratis spielen. Ja. Oh, ey. Ist halt ein bisschen lustig eng, aus. Ne? Ist schon ein bisschen eng irgendwie. Ja. Dann noch drei Stühle hinklatschen. Das sieht dann lustig aus. Golf, OL. Ja, ich stelle es mir auch ziemlich geil vor irgendwie. Eins, zwei. Und drei. So. Und dann noch eine Fensterpflanze. So, Fensterpflanze. Ja, die kann ich jetzt natürlich nicht am Fenster platzieren, ne? Das ist wunderbar. Dann eben auf dem Tisch. So. So, jetzt kommt die Küche, ne? Das Wichtigste von allem eigentlich. Streiche mit den Farben weiß und weißes Porzellanmosaik. Das werde ich wahrscheinlich dann hier machen. Weil hier kommt wahrscheinlich die Küche hin, richtig, ne? Boah, Alter, was muss ich denn da alles hinpflanzen? Das hat doch gar nicht Platz. Oh, shit. Hey. Eckschrank rechts. Ich muss schauen, was ich da machen soll. Wie oder was soll ich anfangen? Ich pflanze einfach mal alles hin, was ich muss. Und dann schauen wir mal. Einfach alles hinklatschen. Einfach mal alles hinklatschen und dann kann man bearbeiten. Kaufe viele. So, mach mal 1, 2 und 3 von denen. So, was hätten wir? Danach mal nebeneinander. Einen Kühlschrank, ja, das muss man dann schauen, dass man das irgendwie nebeneinander hinklatscht. Ne? Da das kriegst du. Kühlschrank mit der Eismaschine, ja. Ein Backofen, ne? So. So ein Eismaschkühlschrank mit Eismaschine wäre auch. Ja, das wäre richtig nice. So. Backofen mit Herd, ne? Ich klatsche jetzt einfach mal alles hin. Und dann können wir mal richtig einrichten. So, mal ein Eckschrank, ne? Da haben wir ja das hier so gemacht. Und das so. Das alles in der ähnlichen Farbe, ne? Das ist also der Schrank da hier, ne? Dann
müssen wir dann Platz haben. Ey, Alter. Denn die Tür ist nicht notwendig. Ja. Die nimmt nur Platz. Das stimmt. Ey, Alter, was wollen die denn alles, ey? Wie soll ich denn das einrichten, ne? Ah, warte mal. Ich könnte das hier natürlich so machen. Quasi wie eine... So wie eine offene Küche, weißt du? Ah, ja, ja. So? Das hängt gerade zusammen da. Die Küche geht ja eigentlich bis hier. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Platz, ne? Wir könnten das natürlich auch hier machen. Da. Die Küche geht ja eigentlich quasi bis hier. Bis hier. Ganz strong, ein Acting. Bis hierhin, ne? Also das heißt, wir könnten eigentlich bis hierhin die Küche machen. Dann könntest du ja ein Eckding noch hinbauen nachher. Eigentlich quasi bis hier. Das heißt, wir könnten hier auch noch dann. Hoppala. So. Das heißt, wir könnten hier auch noch den Kühlschrank oder so hinpflanzen. Und aha, hier, dann kann man das essen. Und so. Hier kann man auch noch um die Ecke bauen, weißt du? Ja, das geht, ja. Ja. Bei einem Ecken. Alter, aber das ist immer noch sau viel, was wir hier auf dem Platz hier müssen. Gut, das ist ein Schrank, den kann man auch irgendwie hier pflanzen, ne? Ich mach das jetzt einfach mal und kann das ja immer noch verschieben. Das hier auch, ne? Das kann man jetzt zum Beispiel hier hin machen. Oder, nein. Oder eben hier. Irgendwie, ne? Und das hier sind ja auch Hängeschränke. Das Glas machen wir mal so, die Griffe schwarz. Und denen brauche ich ja zwei, ne? Hängeschränke. Mache ich mal hier einer hin und hier einer hin. Ne? Einfach mal so zu Zier. Gucken wir mal. Noch einer. Also langsam reicht es mit diesen Schränken, ne? Und noch einer. Na gut, das ist kein Hängeschrank, sondern das ist einfach sonst einer. Ja, den könnte man hier so hinklatschen jetzt beispielsweise. So. Ja, gut, ne? Es ist machbar. Was muss man noch machen? Eine Abzughaube. Den müsste man hier oben halb machen, ne? Aber das werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen anders hinpflanzen. Was ist das hier? Eine Halogenlampe. Ja, haben wir ja schon eine. Aber gut, mach mal hier eine und wahrscheinlich hier noch eine, ne? So. Und jetzt brauchen wir noch eine Spülmaschine. Ei, ei, diese Wünsche, du. Ja, das Budget ist mittlerweile schon rot. Eben, der wird immer knapp. Ja. Einer hier und einer hier. So, dann haben wir es wenigstens dann. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das richtig machen soll. Ich glaube, das hier kommt. Ja, warte. Ah, ist nicht so schön. Bisschen blöd aus, ne? Hier ist ein Eckschrank, wäre nice. Könnte den hier pflanzen, ne? Da ist ja als Ecke gedacht. Dann kann ich den hier mal so hier in die Ecke pflanzen. Nein. Geht nicht? Nein.
Ah, da. Oh nein. Ja, die Spülmaschine könnte ich hier dazwischen klatschen, aber es. Das geht auch nicht. Ach komm. Ja, ich glaube, ich mache es so. Sieht zwar ein bisschen blöd aus, aber das hier dient seinen Zweck. Das kann man so öffnen, ne? Ist nicht im Weg. Der da sieht ein bisschen blöd aus, wenn er da so in der Gegend rumhängt. So. Ja, keine Ahnung. So, komm. Ich glaube, so kann man es ungefähr stehen lassen. Das sieht zwar nicht so schön aus, aber. So. Man könnte es natürlich schöner machen. Ne? Nicht so wunderbar, aber ganz ehrlich, ne? Ja. Ja, ich weiß, dass mein Budget bald aufgebraucht ist. Das musst du mir nicht sagen, du. So? Da musst du verkaufen. Ja, mal gucken, ne? Ich weiß nicht, ob es dir da noch langt für den nach oben. Ja, das wird schwer. Es kommt halt drauf an. Ja, musst du erst schon beenden. Ja, es kommt halt drauf an, was sie noch alles wollen, ne? Das ist dann. Ich hab oben sicher noch 4. 11, 12. Siehst du, jetzt habe ich das hier. Ach komm, das hier mache ich auch noch. So, dann haben wir das hier wenigstens alles so in dieser Farbe. So. Und jetzt noch weiß, ne? So. Ich habe das Gefühl, das langt nicht mit dem Budget da. Ja, mal gucken. Küche ist halt teuer, ne? Das ist halt einfach so. Küche ist einfach teuer. Aber schauen wir mal, ob sich da noch was tut. Eigentlich wäre ich jetzt durch hier schon, aber komm, ich mal diese Wand hier auch noch fertig. In diesem Paar. So. Und voilà. So, Küche ist fertig. Was ist das hier, ne? Muss man halt so ein bisschen drüber. So, was müssen wir hier oben noch machen? Boah. Hier drinnen müssen wir nichts tun. Und hier? Auch nichts. Und hier? Da auch nichts, ne? Da müssen wir nicht mal was machen. Ich denke mal, es reicht sogar. Streiche mit den Farben, Frühlingsgras. Wow, wenigstens mal eine Farbe. Nicht irgendwie 20 verschiedene Farben. Ey. Wenigstens einfach mal eine und fertig. Es ist ein Mädchen. Ach nee. Aha. Komplett umgestalten reicht leider nicht, ne? So. Ich meine, komplett umgestalten hätte nicht zu wenig Budget. Eben, das ist noch. Ja. Deshalb lassen wir den Raum so, wie er ist. Die Möbel und alles drum und dran und gestalten das einfach dementsprechend um. Und nicht eine komplett Neugestaltung. Das wäre für das Budget, das wir hier zur Verfügung haben, etwas zu viel verlangt. Dann auch spielen. Hä? Nach dem Stream spiele ich dann auch noch ein bisschen meinem Spielstand.
Hey, morgen ist schon wieder Freitag, ey. Eben noch 3 Tage. Ja. Bei mir auch. Krass. Arbeiten. 98%? Was? Ach nö. Ach so. Gut. Da hätten wir, dann machen wir mal ein Kinderbett. Ach, das ändert sich sogar im Preis, ne? Wenn man irgendwie die Farbe ändert. Dann mache ich es einfach klassisch und fertig, ja. Ah, dann ist mehr. Ja. Okay, dann ist das vielleicht das. Sollen sie selber schauen, ey. Ich kaufe einfach das ein, was sie wollen, ey. Und die Farbe, pff. Sollen sie selber schauen, dann. Eieiei, du. Puppenwagen? Ja gut, machen wir einfach einen Standard, ne? In der Tab, sagt man. Das hat man, das können machen, die Karte, ne? Im DLC. Ja. So. Dann was haben wir da noch? Einen Schrank? Ja, da ändert sich jetzt die Zahl aber nicht, ne? Also da kann man gut ein bisschen was anderes hinklatschen, so. Ein Tisch mit einem Stuhl, ne? 2 Stühle sogar, okay. Einer hier und einer hier. Ja. Und dann noch ein Sessel. Machen wir den blau. Schneiden wir mal hier hin, so. Und dann noch einen Ball. Ah, das ist Teppich, okay. Machen wir den Ball. Hier. Alle Aufgaben erfüllt. Juhu! Aber jetzt mit dem Budget. Das reicht mit dem Budget, ne? 20.000 wiederbekommen, ne? Krass. Boah. Schon ein Unterschied, ne? Ja. Vor allem hier. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Hm? So, das heißt, wir werden uns jetzt mal noch ein Haus kaufen, wo wir dann nächstes Mal renovieren. Komplett, eine Komplettrenovation. Ich glaube, wir könnten auch unser Haus hier mal ein bisschen renovieren, aber... Kannst du auch? Da habe ich keinen Bock drauf, weil das werde ich wahrscheinlich dann eh auch verkaufen irgendwann mal. Dann ein anderes Büro. Ja, was haben wir jetzt eigentlich hier noch für Karten freigeschaltet? Also, mal schauen. Das hier ist ja noch, das war ja mal neu. 13 Räume mit 3 Entscheidungen. Und hier 2 Entscheidungen auf 12 Räume. Hier haben wir 17.000 Budget. Okay. Wow. 17.000 und hier 7.700. Was haben wir noch für Aufträge? Bunker, Bunker und nochmal ein Bunker, 2 Garten. Und einmal ein Sauna- und Ausbauhaus. Also, nächsten Mal kannst du einen Garten. Na, ich mach da Ausflipper dann. Ich mach ein Haus. Ich kaufe ein Häuschen. Ich weiß nicht, ob ich es da... Und 14 Zimmer. Wo ist 14 Zimmer? Allein zu Hause. Achso, allein zu Hause. Ja gut, da werde ich in einem Stream... Da werde ich in einem Stream wahrscheinlich nicht ganz fertig. Wie viel hat das? Zimmer. Was ist es denn? Hier, allein zu Haus. Das hat, steht das nicht? Wirklich eine große Familie vorbesitzen, lebten hier zu 15. Oh. Besonders hervorzuheben ist die riesige Küche und das separate Esszimmer. Auf der Rückseite des Hauses findet man einen sehr praktischen, separaten Eingang zum Keller. Alter, 1380 Quadratmeter, ey, das... Da bekommt du sicher Geld, wenn es umgestaltet ist. Ja, aber ich kann es mir noch nicht mal leisten. Schau, 423.000 kostet das Ding, ey. Ja. Anzahl der Etagen, 3 Etagen hat das Ding. Achso, da musst du rechnen. Ja, schau mal das Ding an, ey. Das sieht schon geil aus. Ha!
Echt cool gemacht, aber, ne? Dann jedem Treppenhaus ein Badezimmer sicher. Ja, gut, ich kaufe mir jetzt nichts Krasses irgendwie, ne? So ein kleines Häuschen irgendwie schon mal. Das Haus, wo du hast, dann kommt schwer. Ja, entweder das oder ich nehme das verbrannte Haus hier oder das Campinghaus oder das hier, das verlassene Haus. Das sieht auch gut aus da. Auch. Ja, komm, nehmen wir das da. Auskaufen, dann musst du bleiben. Ah, upsala, jetzt habe ich wechseln zu. Jetzt bist du dort. Ja, jetzt bin ich halt da. Jetzt ist dein Büro das. Was, echt? Ja. Nein, ich will das nicht. Nein, zurück zum Büro. Ah, okay, dann ist das. Ja, ich bin jetzt einfach hier. Gartenschlauch streichen. Das ist dein Büro jetzt, oder wie? Achso, das kann ich. Ne, das ist nicht mein Büro. Ah, das ist dein Haus, wo du kannst Boot verkaufen. Ja, das und Haus, wo ich jetzt renovieren kann, ja. Ja. Gut, es ist ein kleines Haus, ne? Nehme ich an. Ein Zimmer hat es. Und einfach hier eine Küche und ein Bad. Das langt? Ja. Wahrscheinlich werde ich hier sogar noch die Wand abreißen. Dass es eine offene Küche gibt, weißt du? Ah, ja, ja. Gute Idee. Ja. Aber das Bad musst du eine Tür reintun. Ja, das ist klar. Und? Das ist klar, ja, ja. Und die Leute da, die sagen manchmal was. Alles weg mal, alles wegmachen. Mhm. Ich werde wahrscheinlich alles ersetzen, ne? Die ganzen Fliesen, die ganzen. Alles renovieren. Und alles komplett renovieren. Ah, ja. Ich mach schon mal ein bisschen Vorbereitungen für nächstes Mal dann. Mhm. Aber wann der nächste Stream ist, weiß ich halt noch nicht, ne? Von Hausflipper. Ja. Ich weiß nicht, ob ich morgen da bin. Keine Ahnung, mal schauen. Ja, aber. Genügend Kakerlaken umgebracht. Heißt das schon, schon wie es steht. Du hast genügend Kakerlaken umgebracht. Krass. Gut, machen wir alles weg hier, ne? Alles weg. Alles muss raus. Alles weg hier. So. Du auch weg. So. Alles muss raus. Wenn dann alles raus gleich. Den Garten werden wir auch noch ein bisschen machen dann. Ne? Schöner Garten machen mit Grillplatz und weiß ich was alles. Was? Grill? Ja, ein Grillierplatz. Hat sein Grill, aber man kann kaufen. Ja, ich denke schon. Oh, wow. Doch grusig. Ja, ist schön, ne? Ah, nein. Na, Fertigkeitspunkt. Merci. Auf. Ja, schon. Messi-Haus. Ja. Ich würde alles ersetzen, Türe, alles, alles. Ich ersetze alles, ja. Boden auch neu, Laminat, kommen oder? Auch gleich weg, so. Ja. So. Nur Fenster kann man ja nicht ersetzen, ne? Schade. Ja. So, so. Alles muss raus. Alles raus. So. Du auch noch weg. So. Alles muss raus. So. Schön, ne? Die Wände kannst du ja auch alle abreißen. Ja, nee, alle kannst du nicht abreißen. Doch, das geht. Also dir kannst du, das dir machen. Kannst du nicht abreißen. Du kannst sie abreißen. Kannst nee, probieren. Geht nicht. Okay, geht nicht. Nee, die Grundmauer kannst du leider nicht verändern, aber diese hier kannst du abreißen. Nee, die kannst du doch ab hier.
Ab hier könnte ich abreißen, aber... Dann mach, dann neue. Nee, die Wände lasse ich. Außer hier, in die Küche, da. Da mache ich auf, hier. Da mache ich auf. Ja, offen. Und das hier lasse ich da. Einfach, dass hier offen ist, quasi. Und das ist ja dann quasi das Wohnzimmer, ne, hier. Dass hier das Wohnzimmer mit der Küche quasi verbunden ist. Ja. So mache ich es dann. Du kannst machen dann, wie du willst. Ja klar, ja. Ist ja mein Haus. Das muss ja dann einfach Endkunde muss es gefallen. Ja, was dann kauft. Ja, genau. Solange er es kauft, ist ja gut. Ne? Einmal aufräumen und es ist sauber. Ein künstliches Durcheinander. Ist noch einigen Stellen dreckig, ja. Schön für dich. Dann hilf doch mit! Mensch, Meierle, du. So. Ja gut, dann machen wir noch kurz die Fenster sauber. Dann haben wir die Vorarbeit gemacht und dann geht's nächstes Mal ins Dekorieren, ne? Das ist wesentlich eigentlich. Ja, meine, du hast dir so viel Auswahl, ne? Einfach eines, was ich mir immer noch wünschte, ist leider noch nicht im Spiel enthalten. Was? Ein Workshop. Naja, ja, dass man dann die Sachen quasi selber... quasi andere Spieler Sachen reinmodden können, ne? Zum Beispiel neue Küchen und so weiter und so fort. Hm? Man quasi die einzelnen Sachen runterladen kann. Das wäre cool, wenn sie das machen würden. Kannst ja den Vorschlag machen. Ja. Ich glaube, ich schreibe den Entwickler mal. Machen wir wieder. Ich denke mal, es macht nicht groß Sinn, aber. Probieren kann man. Ja, probieren kann man es ja. So. Gut, dann hätten wir alles erledigt, ne? Und jetzt verkaufen die das Haus. Ja, genau. Dann bekommst du nichts. Nee. Das hat noch nichts wert, du. Oder ein neues Haus von Anfang an bauen. Das wäre auch mit cool, der ja, wenn man Grundmauer und so. Wenn man quasi einfach hier draußen jetzt steht, ne, und dann kann man sagen, so. Nimmst du ein Ding hier, so, und danach, so, jetzt will ich hier anfangen zu bauen. Ja. Dann machst du irgendwie so ein Haus da und danach, ja. Ein Bau. Das wäre mal cool, ja. Auf Flipper 2 können sie auch noch bringen. Ja, ist wahrscheinlich noch ein bisschen unnötig, dass sie ja immer noch neuen Content bringen. Ja, ja. Und das machen sie ja, die bringen ja immer noch neuen Content immer wieder. Okay. Nächstes Jahr kommt ja noch ein Update, also wieder ein neues Haus. Luxus. Flipper. Genau, die Luxushäuser. Wow, dann kann man da. Da bin ich ja mal echt gespannt drauf, ne? Und so sicher auch Geld wie ein. Ja, sind wahrscheinlich schweineteuer, die Dinger. Geldvieh. Da, viele Brennnessel. Kannst du so ein Brennnesselbad machen. Dann sicher mit dem Budget, das wird dann sicher über Millionen sein. Ja. Ich meine schon, das Haus auf dem Mond, also ist schweineteuer, ne? So, das heißt, wir gehen mal zurück ins Büro. Zurück ins Büro. So. Wenn ich jetzt hier im Browser schaue, ne? Im Besitz zum Verkauf. Das teuerste Haus ist ja das Haus auf dem Mond. 467.809. Oh. Kauft ihr das dann mal? Ja klar, ich habe mir vor, jedes Haus zu kaufen. Wow. Und zu renovieren. Ja, klar. Jetzt haben wir ein kleines Häuschen. Wir haben zwei Aufträge gemacht. Zwei große. Nein, drei, oder? Ja. Ich glaub, den einen haben wir fertig gemacht, den Kindergarten. Und dann noch der von vorhin. Und noch das Haus gekauft. Ja, haben wir wenigstens etwas gemacht heute. Und da würde ich sagen... Soll ich noch einen kleinen Host machen zum Schluss? Soll ich noch einen kleinen Host machen zum Schluss? Kannst du. Wer streamt denn alles?
McLean ist am Streamen, ne? Ja. Das heißt, ich werde ihm mal ein Haus geben. Kannst du machen, wie du willst. Ja, mach ich. Ein netter. So, ja, dann verabschiede ich mich langsam mal. McLean. Alter, warum muss ich das ihm eingeben? Ne? So, McLean. So. Ist eingeben und somit wünsche ich euch allen einen schönen Abend und Mohi, dir vielen lieben Dank, dass du da warst, ne, wieder mal. Ja, schon recht. Und somit würde ich sagen, wir sehen uns dann ein nächstes Mal wieder. Wann das nächste Mal sein wird, weiß ich allerdings noch nicht, ob morgen oder morgen ist Freitag, Samstag bin ich sicherlich nicht da, Sonntag auch nicht, vielleicht erst nächste Woche wieder. Ja, Dienstag. Oder vielleicht auch morgen, keine Ahnung. Montag oder Dienstag, mal schauen. So, und somit wünsche ich euch ein schönes Ebele und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denne. Tschu tschu. Was du hast denn die ganze...